Beim Grünkohl-Eten der Stadt Oldenburg am nächsten Montag in Berlin wird ordentlich zugelangt. Mit 200 Kilo Grünkohl und den Beilagen im Transporter fuhren die Gastronomen Erwin und Hildburg Abel zunächst nach Bonn, später dann nach Berlin. Küchenchef Nico Winkelmann und Claudia Severon führen diese Tradition in der Geschäftsführung des Restaurants fort. Winkelmann wird diesmal übrigens zum ersten Mal selbst in Berlin dabei sein. Serviert wird von Auszubildenden der Oldenburger Gastronomie.